Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren vielseitigen Sendung kurz nach der Sommerpause. Best of Bewegt, heute wieder aus der gewohnten Studio-Umgebung. Der Schwerpunkt dieser Sendung heute liegt auf dem Hopfensaft. Biergenuss. Bierbrauer aus der ganzen Schweiz präsentieren Biere nach Maß, der Marke Homebrew. Genuss ohne Reue. Der Organisator des Craft Beer Festivals im Gespräch. Genuss mit Reue? Eine Degustation der besonderen Art. Am Craft Beer Festival im Schloss Rapperswil haben sich Freunde und Liebhaber von handgemachtem Bier getroffen. Bier also, das nicht für die Masse produziert worden ist. Gemäss Organisatoren gibt es in der Schweiz über 500 Kleinbrauereien. Gut 50 verschiedene Biersorten, Marke Homebrew, hat man am Wochenende in der Rosenstadt degustieren können. Die Kunst des individuellen Bierbrauens erlebt Hochkonjunktur und liegt im Trend. Vergebens sucht man hier nach Bier, das für die Masse aus dem Zapfhahnen fließt. Hier sind Liebhaber am Werk, die sich dem handgemachten Bierbrauen verschrieben haben. Das individuelle Bier, also nicht unbedingt eben das industrialisierte oder das Massenbier, übt eine wahnsinnige Faszination aus, weil man es eigentlich nicht hat man es neu erfinden, wir müssen es nur wieder entdecken. Und das klingt im kleinen Stil viel besser. Und das ist eigentlich der Boden, wo die Craft-Brauer drauf bauen. Handgemachtes Bier liegt also hoch im Kurs. Viele der hier anwesenden Bierbrauer sind Quereinsteiger, die im eigenen Keller angefangen haben. Wenn aus einem Hobby plötzlich Berufung wird. Ich bin eigentlich Grafiker, also ich komme eigentlich so aus dem Grafiker-Ecke, Marketing macht das auch noch nebenbei. Aber es ist halt wirklich, ich habe so die ganze Kreativität in einem Produkt kann ich irgendwie in dem ausleben, ja. Wie wird man zum Brüllbraumeister? Ich hatte einfach satt gehabt, die Schweizer Bier zu trinken und mal etwas anderes machen. Und bin dann eigentlich in einem Auslandaufenthalt bin ich auf das gestoßen, dass man selber Bier brauen können. Und das war eigentlich der Beginn gewesen. Und habe das selber zu Hause ausprobiert und von dort weg ist dann das immer grösser geworden. Nachfrage immer grösser und das ist immer gewachsen, von Jahr zu Jahr gewachsen. Ich bin gelernte Bäckerin und wollte eigentlich noch ein bisschen was anderes ausprobieren. Und dann irgendwie habe ich mal das Bierbrauen probiert und jetzt macht mir so viel Spaß, dass ich am liebsten nur noch Bier braue. Bierbrauen ist schon lange nicht mehr nur den Herren der Schöpfung vorbehalten. Denn Hauptsache geschmacks- und gehaltvoll. Doch was braucht es eigentlich für ein gutes Bier? Nicht von der Stange. Für mich persönlich ein gutes Bier soll rund sein, ausgewogen sein, aber doch klare Charakteristiken haben, jetzt in unserem Fall vom Hopfen her oder vom Malzkörper her. Und andere Brauer denn das von den Charakteristiken her anders definieren. Seit ungefähr 5 Jahren schießen kleinere Bierbrauereien wie Pilze aus dem Boden. Die Leidenschaft und die Kunst des Brauens stehen dabei im Vordergrund. Allerdings können nur wenige auch wirklich von ihrer Passion leben. Man versucht das Leben von Craft Beer. Also ein Teil ist Finanzen und der zweite Teil ist Freude am Bier, das man zu Abend hat. Also es braucht noch ein bisschen Umdenken in der Industrie, in der Gastroszene vor allem. Also der Wirt ist noch nicht bereit, für ein handgemachtes Bier ein bisschen mehr Geld auszulegen. Aber es kommt, es gibt einen Wandel, es gibt ein neues Verständnis. Es ist noch ein teures Hobby. Das Craft Beer Festival in Rapperswil ist in diesem Jahr das 4. Mal über die Bühne. Wer hat es erfunden? Kein Schweizer, sondern ein Ami. Der Manu Gamma unterhaltet sich mit dem Organisator. Gabriel Hill, warum braucht es ein Craft Beer Fest in der Schweiz? Ich würde sagen, warum nicht? Aber es gibt über 500 verschiedene kleine Brauereien in der Schweiz, auch größere Brauereien. Und als ich zuerst in die Schweiz gekommen bin, habe ich gesehen, dass es wirklich so viele Brauereien gibt, aber keine Information oder keinen Platz, wo man die verschiedenen Biere degustieren kann. Und ich habe gedacht, okay, dann machen wir ein Degustations-
Beer Festival. Und ja, es ist in den letzten 3 Jahren ist die Auswahl immer anders. Changing, growing und auch die Innovationen von den Brauereien. Kraftbier ist extrem im Trend. Seit 5 Jahren explodiert das in der Schweiz. Mhm. Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist? Für mich ist es klar. Ich komme aus Portland, Oregon, Craft Beer City von Amerika. Oder ja, das bekannteste Stadt in Amerika. Und in der Schweiz ist es nur ein bisschen später gekommen. In, würde ich sagen, 1980, 1990 ist es auch in Amerika so gewachsen. Und ja, finally, endlich ist es hier gekommen und die Leute kennen es ein bisschen besser. Und ich glaube, dass so Festivals wie bei uns hier in Rapperswil gibt uns eine Chance, dass mehr Leute es besser können. Trinken Sie auch mal noch industrielles Bier? Nein, nicht. Ja, es ist lieber nicht, nein. Was ist die Qualität? Was ist dann für Sie besser an dem Craft Beer als an industriellem Bier? Die meisten sind so vollmündig oder hopfiger oder auch süßer, balancierter. Und so, ja, wenn es heiß ist und dann möchtest du etwas, ein Bier, ist ein Industrial Beer okay. Aber wenn du etwas genießen möchtest, so etwas, eine Erfahrung haben, dann würde ich sagen Craft Beer oder etwas so innovativer oder auch interessanter passt. Im Rahmen des Bierfestivals hat es aber auch noch eine Degustation gegeben. Geschmacksnerven sind hier dabei auf eine besondere Art und Weise strapaziert und teilweise auch beansprucht worden. Bier mit Schokolade. Eine ungewöhnliche Paarung. Bei diesen Kombinationen fahren die Geschmacksnerven Achterbahn. Wir bieten so immer dort eigentlich sehr viel Potenzial für die Sensorik. Wir können auf der einen Seite über Produkte, die wir pären mit Bier, auf der anderen Seite können wir auch sehr viel über Bier erzählen. Es braucht natürlich für uns ziemlich viele Herausforderungen. Jetzt beim Schokolade sind wir einen halben Tag zusammengesessen und haben wirklich ganz, ganz lang müssen schauen, welcher Schokolade geht, welcher nicht. Es hat jetzt für die Leute hat es ausgesehen, wie alles zusammen perfekt geht. Aber da ist sehr harte Arbeit dahinter. Ein bisschen anderen Schock und dann geht das Bier gar nicht mehr. Man bekommt ganz, ganz schlechte Noten drin. Die bewusste Kombination aus Bier und Lebensmitteln nennt sich Beer Pairing. Im Ausland schon seit längerem bekannt. Das ist eigentlich aus der Idee entstanden, dass das Essen viel mehr so ein Pairing wird. Also in Belgien zum Beispiel machen sie das teilweise schon. Hat es Restaurants, wo Bier und also nur Bier und Essen mischen und das perfekt so kombinieren. Das ist jetzt einfach bei uns noch nicht so angekommen. Aber es gibt auch durch den Biersommelier-Kurs gibt es immer mehr so das Bedürfnis auch, um das Essen mit Bier zu kombinieren. Und wieso nicht Dessert? Wieso nicht Schocke? Es geht auch genauso gut. Die Degustation Beer Pairing stößt auf reges Interesse. Die Meinungen allerdings gehen auseinander. Es ist aber das Interessante, wenn man nur Bier trinkt oder nur Schocke isst und das dann kombinieren, dass man dann sieht, es gibt verschiedene neue Geschmackserlebnisse, sagen wir es mal so, ja. Das klappt. Das klappt gut. Ich sage jetzt ganz ehrlich, wenn ich so die 5 Sachen probiert habe, sind mir auch nicht alle Kombinationen gleich gut eingefahren. Ich habe das sehr genossen, die Kombinationen mal zu erleben zwischen Schocke und Bier. Etwas, was man nicht prima vista würde kombinieren. Oder? Aber es funktioniert hervorragend, finde ich. Gerade die letzte Kombination hat mir sehr gefallen. Mit einem dunklen, schweren Bier zusammen mit dieser Milchschocke. Es hat einfach irgendwie neue, extrem spannende Geschmackserlebnisse hervorgerufen im Gaumen. Was bei uns kommt, ist sehr interessant. Aber ich werde wahrscheinlich nach wie vor auch mein Bier als Bier geniessen und Schocke als Schocke geniessen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Dass das Bierangebot in der Schweiz immer vielfältiger und anspruchsvoller wird, beweist auch der erste Bierguide Schweizer Biere 2015-2016. Rund 200 Biersorten sind von Biersommeliers unter die Lupe genommen worden.
Das Bierlexikon kann auch online bezogen werden. Wir kommen zu den News. Bereits zum vierten Mal ist ein Street Food Festival in Zürich durchgeführt worden, und zwar vom Donnerstag 3. bis Sonntag 6. September. Obwohl es zwischendurch ziemlich geschifft hat, sichern die Macherinnen eine positive Bilanz. Während 4 Tage hat man sich durch Delikatessen von mindestens 40 Nationen durchschlemmen können. Das Festival hat 30'000 Neugierige angezogen. Also wir haben eine sensationell schöne Location mit Blick auf den See. Wir haben 85 richtig schön und gut ausgesuchte Foodstände hier. Es gibt einfach alles zum Essen, die Stimmung ist super und die Leute sind wunderschön auch. Was dürfen wir von euch als nächstes erwarten? Wir sind gerade in der Planung für einen Weihnachtsmarkt auf einem schönen 6-Rüter-Platz, also schon wieder mitten in der Stadt. Dort dürfen wir natürlich frühzeitig auch sehr, also nach unserer Meinung, ein exzellentes Angebot erwarten. Natürlich ein bisschen weniger, weil es ja über mehr als 4 Wochen geht. Aber wir werden sehr viel Fokus darauf legen, auf der einen Seite traditionell zu haben, was dann zu den Weihnachten gehört, aber auch so ein bisschen unseren Mix zu behalten, also auch Exotisches aus aller Welt. Wir bleiben gerade in der Limmatstadt, wo Anfang September die neue Hiltl-Dachterrasse eröffnet worden ist. Das Angebot: vegetarische und vegane Hiltl-Spezialitäten. Das Haus Hiltl ist übrigens laut Guinness World Records das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Das Hiltl gibt es seit 1898. Die Mönchkarte ist aber nicht mehr die gleiche wie zu Urgroßvaters Zeiten. Mit einem kurzen Ausblick sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Best of Bewegt geht als Gusto-Festival nach Solothurn, wo am 17.09. losgeht. Das Thema ist Buenos Aires. Ich sage Buenos Dias, auf Wiedersehen miteinander und danke fürs Interesse. Der Schmunzler ganz am Schluss der Sendung darf natürlich nicht fehlen. Imagine me and you, and you and me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.